Tangolist ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Unlicht, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Blanos, welches sich selbst aus Samurzu entwickeln kann. Des Weiteren ist Tangolist das Gegenstück von Kapaloris. Tangolist ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und Tengu-ähnliches Pokémon, das braun, weiß und grün erscheint. Seine Haare sind dabei weiß und die Blätter grün gefärbt. Der übrige Körper ist dementsprechend braun. Und das auffälligste Merkmal sind die prächtigen Haare, die einer Mähne gleichen, das Gesicht, den Kopf und den Rücken zudem noch bedecken. Und das Pokémon besitzt lange Ohren, die aus den Haaren herausragen. Die dreieckigen Augen setzen sich aus schwarzer Lederhaut, gelben Iriden und schwarzen, sehr schmalen Pupillen zusammen. Über dem breiten Mund ist die äußerst lange und spitze Nase zu erkennen. Die kugelrunden Schultern gehen in die Arme über und an deren Ende die dreiteiligen Fächerblätter. Und Tangolist steht auf kräftigen Beinen und Füßen, die Iponba-Geta gleichen. In der Shiny-Form wirken die Haare leicht gelblich, der sonst braune Körper ist so rötlich gefärbt und die Blätter sind etwas heller. Tangolist ist ein schnelles Pokémon und zeichnet sich zudem durch seine Stärke aus. So greift es Gegner hauptsächlich mit Pflanzenattacken wie Blättersturm oder Rasierblatt an oder Attacken des Typs Unlicht wie Finte. Mit den riesigen Blättern an seinen Händen, welche zwei Fächer bilden, ist es fähig, mit der Attacke Orkan heftige Windböen und Stürme zu erzeugen, welche eine Geschwindigkeit von 30 Meter pro Sekunde erreichen können, oder durch einen Wirbelwind seine Gegner davon zu wehen. Außerdem beherrscht es einige Statusattacken wie Wachstum und Synthese, mit welchen es Sonnenlicht absorbiert und dadurch Energie sammelt. Auch seine Fähigkeit Chlorophyll nutzt das Licht der Sonne und erhöht bei sonnigem Wetter die Geschwindigkeit von Tangolist auf das Doppelte. Andere Tangolist besitzen die Fähigkeit Frühwecker, welche ihnen erlaubt, ihren Schlaf um die Hälfte der Zeit zu verkürzen, so früher aufzuwachen und schneller zu weiteren Attacken bereit zu sein. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Langfinger, welche es den Pokémon ermöglichen, dem Gegner während einer Attacke, die Kontakt herstellt, das getragene Item zu entwenden. Tangolist ist auf hohen, tausenden von Jahren alten Bäumen tief im Wald beheimatet. Es lebt zurückgezogen an einsamen Orten, an die Menschen nicht gelangen und wird als Wächter des Waldes angesehen und gefürchtet. Diesen Ruf verdankt er unter anderem seiner Fähigkeit, Gedanken zu lesen und somit präventive Handlungen zu planen. Und dabei ist Tangolist der dritte Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Blanos, welches sich aus Samurzu entwickelt. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Samurzu zu Blanos beim Erreichen von Level 14 ausgelöst. Die Entwicklung von Blanos zu Tangolist wird durch die Gabe eines Blattsteins ausgelöst. Die braune Körperfarbe und die zweibeinige Fortbewegung bleiben dem Pokémon in jeder Entwicklungsstufe erhalten. Während Samurzus Gestalt einer Eichel ähnelt, weist die von Blanos durch seine Nase und seine Statur Ähnlichkeiten zu der Puppe Pinocchio auf. Mit der Entwicklung von Samurzu zu Blanos erhält das Pokémon zusätzlich zum Typ Pflanze den Typ Unlicht und ihm wächst eine spitze Nase, welche vermutlich auf den Tengu anspielt. Dieses in japanischen Sagen beschriebene Wesen hat die Fähigkeit zu fliegen, was durch die Arme mit Fächerblättern symbolisiert werden könnte. Tangolist selbst besitzt jedoch nicht die Fähigkeit zu fliegen. Während Samurzu klein ist, ein geringes Gewicht und kleine kurze Füße hat, ist Tangolist nahezu dreimal so groß, schwer und trägt sein Gewicht mit kräftigen Beinen. Mit der Typenkombination aus Pflanze und Unlicht ist Tangolist immun gegen Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro, Boden, Geist und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Kampf, Gift, Flug, Fee-Attacken und vierfachen Schaden gegen Käfer-Attacken, der Rest macht normalen Schaden.